Leute, herzlich willkommen auf einer und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt. Dann haben wir zwei wieder Mad Games Tycoon 2. Oh mein Gott, ist das laut. So, muss ich mal kurz hier leise drehen. So. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe und was ich machen wollte. Aber ja. So. Genau, jetzt habe ich das hier. Gameplay Features. Spiel entwickeln. Wir machen einfach mal ein Spiel entwickeln, weil ich habe absolut gar keine Ahnung mehr, was ich machen wollte. Was ist gerade im Trend? Rollenspiel und Erotik. Erotik. Da. Unter Thema Auftragskiller und unter Dings machen wir noch Geschicklichkeit. Rennspiel und diese. Ja, okay, ist gut. So, dann machen wir ein Main. Da haben wir ja nur das. Alle aktivieren. Passt nicht. Muss das größere hier nehmen. B+. Okay. So. Also irgendwie die Musik und Dings ist irgendwie. Warte, welchen hatten wir da denn? Den hier. Ja, vom Dings her, also Steuerung und Gameplay ist einigermaßen, aber Grafik und Sound nicht. Also Grafik und Sound muss definitiv Grafikdesign einstellen. So. Ja, ich komme da auf jeden Fall nicht hin. Ja. Grafikdesign, Game Testing, Game Design hier. Game Design. Ich stelle hier mal alle ein, die gut sind. So. Zack. Aufenthalt, das hier ist Marketing und Support, ne? Ja. Arbeitsmarkt, Marketing. Ah, Musik und Sound muss auch noch, stimmt. Aber nur zwei, die hier gut sind. Arbeitsmarkt, Marketing und Support. Ah. Arbeitsmarkt, Marketing und Support. So. Können wir hier mal gucken. Speziell Marketing. Demo veröffentlichen und User News faken. Ein Junge. Nach Release des Spiels. Aha. Fachkräftesuche, Marketingkampagne, Spiel. Maximal 40. Das hier. 50.000, wenn es ein Radio ist. Ja, aber warum kann ich nicht mehrere machen? TV 500.000. Plus 30. Okay, machen wir einfach das da. So, Gameplay-Features sind alle fertig. Sonstiges, genau. Trainingsraum.
Warte, wir können ja von dem hier Spiel entwickeln, Engine entwickeln. Ne, brauchen wir noch nicht. Updates und Add-ons von hier da. Maximum. Sind alle aktiviert, ohne Kopierschutz. Keine Anti-Cheat-Software. Also man kann doch hier irgendwo... nee, hier nicht. Aber wir könnten mal gucken. So. Achievements, Publisher, Kopierschutz erwerben. Ah, jetzt. Zack. Habe ich den Kopierschutz. Keiner dieses Spiel praktisch kopieren kann. Ja. Ja. Also ich muss von dem Spiel hier gleich in Mondings machen. Jetzt sind die auf jeden Fall wieder gut. Entwicklung fortsetzen. Ach so, nee. Entwicklung abschließen. Add-on, den Publishen, ja. Ja, bei 67 ist er jetzt. Aber ich muss jetzt nochmal ein Spiel entwickeln. Rollenspiel und... Rollenspiel. Hauptthema, nein. Erotik. So. Machen wir auch gar keine Unterthemen. So. I plus. Ja, da brauchen wir ja eigentlich nichts. Ohne Engine. Stando Engine. So. Achso, den Kopierschutz habe ich jetzt drinne. Aha. So. Okay, dann los. Eine Plattform wurde auch vom Markt genommen. Aber was ich nochmal, was ich nochmal gucken muss, ist Game Designer. Hier, zack. Ist noch einer ein Grafikdesigner, ja. 52er. Musik und Sound. Gibt's auch wieder zwei. Warten, bis der Hype gesunken ist. Ah, der ist jetzt im Hype wahrscheinlich. Publisher suchen. Patzen oder wie man das heißt. Oh. Ja, jetzt geht er schon zu 80 wieder hoch. Also Gameplay muss jetzt ein bisschen verbessert werden und Sound noch. Okay. So, dann können wir mal ein Update rausbringen für... Dingsbums, damit das noch online bleibt. So. Auftragsarbeit können wir auch eben machen hier. Nehmen wir ein bisschen Geld. Hey. Auftragsarbeit, Kurzauftrag. So. Zack. So, da machen wir noch einen Treiber entwickeln. Und das hier. So. Gameplay-Features sind alle drin. Sonstiges. Da machen wir jetzt Support. So. Also, was könnte ich hier bauen? Also, ich kann ja mal gucken. Ich habe einen Trainingsraum, Aufteilraum. Marketing habe ich, Qualitätssicherung.
So, kann ich ja. Es fehlt eine Tür. Ach so, stimmt. So. Was ist das jetzt? Gameplay verbessern, Bugfixing, Spielbericht erstellen, Qualitätssicherung. Ah, da müssen doch auch Programmierer rein, ne? Ne, nicht Game Designer, Programmierer hier. Ey, jetzt ist wegen dem du Einstelldings weg. Gameplay verbessern. Spiel wählen. Gibt's nicht. Warum nicht? Arbeitsmarkt. Keine Ahnung, ist mir auch egal. So, gehen wir erstmal hier hin. So. Auftragsarbeit haben wir wieder eine. So, Spiel entwickeln. Nee, eine Fortsetzung von Bild da. Dann machen wir 2. Das kann alles so bleiben. Kopierschutz ist drauf. Das ist auch alles drauf. Das auch. Los geht's. So. Hier haben wir irgendwie eine Auftragsarbeit. Können wir hier auch mal machen. Ja, also Grafik ist jetzt hoch, aber die Musik halt noch nicht so. Ich weiß gar nicht mehr mittlerweile, ob hier irgendwo was frei ist. Publisher suchen. Hier. Ah, ja, 82. Ich glaube, ich hatte noch nie 82. Also Gameplay und Sound muss ein bisschen besser werden. Gameplay und Sound. Programmierer, jetzt wir haben keine mehr. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wir haben jetzt hier 2 neue Spiele rausgebracht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf dem Kanal. Schaut auch gerne bei meinem Discord vorbei. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Zappentraum auf den Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.